Die Capetinger, in moderner Umschreibung auch Haus Capet genannt, sind ein dem Ursprung nach fränkisches Adelsgeschlecht, das als Nachfolger der Merowinger und der Karolinger besonders von der Historiographie Frankreichs als das dritte französische Herrschergeschlecht betrachtet wird. Als Könige der Franken und ab dem 13. Jahrhundert als Könige von Frankreich spielten die Capetinger eine herausragende Rolle bei der Herausbildung der aus dem westfränkischen Teilreich hervorgegangenen französischen Nation und bei der Begründung des französischen Zentralstaates. Als Stammvater und Namensgeber des Geschlechts gilt König Hugo Capet, der ein Angehöriger der bereits ab dem 7. Jahrhundert bezeugten fränkischen Adelsfamilie der Robertiner war. Im weiteren Sinn sind alle agnatischen Nachkommen Hugo Capets Angehörige dieses Geschlechts. Als direkte Fortsetzung der Robertiner stellen die Capetinger heute das älteste noch im direkten Mannesstamm existierende Herrschergeschlecht des europäischen Hochadels dar, vertreten durch die Häuser Bourbon, Orleans und Braganza. Im Verlauf seiner über tausendjährigen Geschichte stellte es neben den Königen Frankreichs eine große Anzahl von Monarchen bereits erloschener und noch bestehender Monarchien. Aktuell regierende Monarchen kapetingischer Abstammung sind König Philipps von Spanien und Großherzog Henri von Luxemburg. Die Bedeutung des Wortes Capet ist heute unklar, möglich ist eine Herkunft vom lateinischen caput, was Kopf oder Kopf kaputt bedeutet und somit im übertragenen Sinn für Anführer oder Häuptling stehen könnte. Als gesichert gilt indes, dass es sich um keinen Nachnamen im klassischen Sinn handelt, sondern um einen ehrenden Beinamen. Der Name Capet etablierte sich im umgangssprachlichen Gebrauch spätestens ab dem 13. Jahrhundert in Frankreich als Dynastiename für die königliche Familie, welche aber sich selbst in ihrem eigenen Selbstverständnis als Maison de France, Haus von Frankreich, bezeichnete. In dem ersten Werk zu der im 13. Jahrhundert einsetzenden offiziellen französischen Historiographie, des Primat von Saint-Denis, wurde erstmals eine dynastische Periodisierung der Geschichte der Franken in die drei Königsgeschlechter, Merowinger, Karolinger und Capetinger, vorgenommen. Hintergrund der andauernden Kämpfe bildeten ein lehnsrechtlicher Streit um die Besitzungen und die Rolle der englischen Könige als Herzöge von Aquitanien im Königreich Frankreich und der sich daran anschließende Streit um die Thronfolge in Frankreich zwischen dem englischen König Edward III. Aus dem Haus Plantagenet. Das Haus Anjou Plantagenet war eine französischstämmige Herrscherdynastie, die von 1154 bis 1399 in direkter Linie und bis 1485 in den Nebenlinien Lancaster und York die Könige von England stellte. Und auf der Gegenseite, der französischen König Philippe IV., aus dem Haus Valois. Er war der erste König aus dem Haus Valois, einem Seitenzweig der Dynastie der Capetinger. In seine Regierungszeit fällt der Beginn des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England. Besonders zu Anfang des Hundertjährigen Kriegs wurden Feldschlachten mit gepanzerter Kavallerie gewonnen. Die Engländer verfügten über ihre berühmten Langbogenschützen, die eine tödliche Wand aus Pfeilen erzeugten. Diese Pfeilwand stellte für die französischen Reiter eine erhebliche Barriere dar, die es zunächst zu überwinden galt. Die Pfeile erreichten eine Reichweite und Durchschlagskraft, die stark genug war, um auch gepanzerte Rüstungen zu durchdringen. Der gepanzerte Adel reagierte darauf mit schwererer und stärkerer Panzerung. Doch auch die Gegenseite hatte eine Vielzahl von Verbesserungen zur Verfügung, von der Armbrust bis schließlich zur Entwicklung der Donnerbüchse. Die französische Kavallerie war schwerer gepanzert, dafür stellte die englische mehr Ritter in der Anzahl. Zu Anfang drängten die Engländer die Franzosen zurück und eroberten halb Frankreich, doch dann kam Johanna von Orleans und die Franzosen schöpften neuen Mut. Die Franzosen gingen in die Offensive über und eroberten, nach und nach, die verlorenen Gebiete von England zurück. Der Hundertjährige Krieg trug entscheidend zur endgültigen Herausbildung eines eigenen Nationalbewusstseins sowohl bei den Franzosen als auch bei Engländern bei, wie auch zu einer abschließenden Aufspaltung von Frankreich und England in zwei separate Staatswesen. Außerdem wurden viele technische Neuerungen der Kriegführung eingeführt, zum Beispiel schwere Artillerie in der Schlacht von Castillon, 1453, die erste europäische Feldschlacht, die durch den Einsatz von Schießpulver entschieden wurde. Durch Wolken schien der Mond aufs Meer und auf den weißen Strand am Sund. Erschlagen lagen ringsumher die Ritter von der Tafel rund am Dünenhange
Wund zum Tod lag König Artus ihre Zier, und bei ihm kniet in seiner Not der tapfere Schenk Herbetifere. Er sprach: O Herr, wie seht ihr blass? Gewiss die Wunde schmerzt euch sehr. Der König sprach: Es ist nicht das, die Wunde brennt doch anderes mehr. Wie fragt ich viel um meinen Leib, wenn keinen Fleck mein Schild gewann? Doch mich betrug das schönste Weib, doch mich verriet der beste Mann. Sie dai hoch, o Lancelot, ich hegt euch wie die Brut der Schwan an meiner Brust. Verzeih euch Gott, was ihr an eurem Herrn getan. Weder ihr bracht die Treu an mir, erlosch das Sternbild unseres Ruhms. Die Ehre ist tot und über ihr stürzt ein die Welt des Rittertums. Wild wuchernd um den Trümmergraus schießt auf Gewalttat Lug und List. Ich fühl es, meine Zeit ist aus, und bettle nicht um Leben frisst. So fahr denn wohl, du treuer Mann. Ha, siehst du dort das Schiff der Fei? Bekränzt mit Lidien schwebt's heran, und Rosen blühen, als wär es Mai. Im Winde klingt ein süßes Wort und lullt mich ein wie Hafenton. An Bord, nun geht es fort ins stille Land nach Avalon. Die Engländer waren nun endgültig in die Defensive gedrängt und zogen sich 1453 aus Frankreich zurück, nur Calais verblieb ihnen als letzter Stützpunkt auf dem Kontinent. Der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England endete. Frankreich wurde nun wieder expansiv tätig, Karl VIII. Fiel 1494 in Italien ein, womit das bis dahin dort herrschende Mächtegleichgewicht empfindlich gestört wurde. Knapp 30 Jahre darauf griff auch Kaiser Karl V. In Italien ein, es begann ein jahrzehntelanger Kampf zwischen den Häusern Valois und Habsburg um die Vorherrschaft in Europa. Und die Moral der Geschichte?